Willkommen zur nächsten Mission Hitman 2 Silent Assassin. Die Mission heißt Endstation Krankenhaus. Und wir müssen jetzt den Kultleader töten, der es auf uns abgesehen hat. So, diese Mission ist mal wieder etwas länger und auch aufwendiger. Ihr seht, es ist eine relativ große Area mit vielen Stockwerken und so weiter. Das ist jetzt auch die zweitletzte Mission. Ja, es kommt danach noch eine. Und danach die finale Mission. Gut, wir müssen uns jetzt erstmal Klamotten beschaffen. Ihr seht, ich habe mal wieder meinen stylischen Anzug an. Das hilft mir aber nicht, weil diese Typen nicht auf Style abfahren. Ja, und... Nein, wir besorgen uns jetzt nicht die Klamotten von dem da, sondern müssen uns anders behelfen. Denn da hier überall Wachen patrouillieren, wird es kompliziert sein, ihn zu töten. Wir schleichen uns einfach an ihm vorbei. Einfach hier ganz am Rand und können dann auch schon hierhin laufen. Gut. Jetzt sehen wir hier gleich eine kleine Passage. Da kann man schön durchlaufen. So, ich speichere hier einmal schnell ab. Man kann ja nie wissen. Die Wache dreht sich normalerweise eigentlich nicht um, aber wenn ich das Spiel spiele, dann passieren schon merkwürdige Sachen. Das könnt ihr mir glauben. So, und da liegen auch schon Klamotten für uns parat. Ja, sehr schön. Ja, dann können wir einmal hier hinlaufen. Und wir sehen eine Wache patrouillieren. Hier ist noch ein kleines Fenster. Das hat aber indirekt was damit zu tun. Doch, das hat eigentlich was mit der Mission zu tun, eventuell. Also, ich erkläre euch das einfach später. Es ist ein bisschen kompliziert. So, wir müssen jetzt ja an der Wache hier vorbei. Es ist nicht schlimm, wenn sie uns sieht, aber wir müssen gleich eine Tür öffnen, die sich hier hinter der Ecke befindet. Und dabei darf uns die Wache natürlich nicht beobachten. Denn das sieht doch schon ein bisschen suspekt aus, warum ich da eine Tür aufbreche. Okay. Wir sind übrigens immer noch auf dieser Insel von der letzten Mission. So, springen hier einmal runter und brechen die Tür auf. Wenn wir mal die Karte öffnen, geht es etwas schneller. So, die erste Tür ist schon mal offen. Und jetzt müssen wir das gleiche auf der anderen Seite des Krankenhauses tun. Denn in dieser Mission gibt es sogenannte optionale, nicht optionale, aber das Missionsziel ist immer an einer anderen Stelle. Das kennt ihr ja sicherlich noch aus Tempelstadt, die Mission. Unsere Kontaktperson war immer an einer anderen Stelle und deshalb mussten wir halt gucken, dass wir auch das Spiel so beginnen, dass der im Süden ist, aber das... Ich fange jetzt auch gar nicht davon an, von dieser Mission zu erzählen, weil, ja, das hat ja jetzt auch gar nichts mehr mit dieser Mission zu tun. So. Jetzt gehen wir einmal hier um die Ecke und müssten da auch gleich wieder noch eine Wache sehen. Da ist ja auch schon... Hier speichere ich noch einmal ab. Sicherheitsweise. Oh Mann, da haben sie aber ein bisschen... sehr viel mit den Farben rumgedoktert, muss ich sagen. Das sieht ja gar nicht mehr schön aus. Naja, okay. Geschmackssache. Ja. Nachdem er sich jetzt umgedreht hat und wir einfach dran vorbeilaufen können, dann läuft das irgendwie. Ne? Hier einmal so schön vorbei. Er checkt sich's einfach nicht. Das ist unglaublich.
Wie dumm kann man nur sein? Wir brechen jetzt erstmal die Tür auf. Ja. Und laufen in den zweiten Stock. Das ist der Basement, der Keller. Das ist der erste Stock. Und das ist der zweite Stock. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ich speichere noch einmal, bevor ich jetzt irgendwo falsch lande. Und das ist er ja. Perfekt. So, das ist jetzt quasi das Obergeschoss. Und wir müssen jetzt... hier in den Raumoffice. Da sehen wir auch noch ein kleines Zeichen unserer Agentur. Da haben sie Sachen für uns deponiert. Und ja, die Wache backt da mal wieder rum. Soll mich nicht stören. In dieser Mission sind die Wachen wieder etwas misstrauischer, oder? Nee, sind sie nicht. Ich glaube, sie sind nur misstrauischer, nicht als... gleich als Doktor. Oh doch, die sind misstrauisch. Es kommt zu Close Encounters. Das ist nicht gut. Da müssen wir etwas vorsichtig sein. Und ja, das Büro ist hier gleich gegenüber. Das ist eigentlich quasi unser Büro. Die Leute wissen es nur noch nicht. Da ist eine Schwester. So, die Tür ist jetzt zu. Die können wir nicht einfach so aufbrechen. Wir müssen warten, bis diese Schwester auf den Balkon geht. Das könnte eine Weile dauern. Aber ja, wir haben ja Zeit. So, was ich mir jetzt auch im Endeffekt überlegt habe, wir müssen noch nicht mal darauf warten, dass die Schwester auf den Balkon geht. Wir können uns auch selbst bedienen, indem wir einfach jetzt die Tür hier aufmachen, ne? Pass auf und einfach zumachen. Jetzt nehmen wir uns einmal den Schlüssel und ja, das Nachtsichtgerät ist aber nicht unbedingt nötig. Gut, jetzt gehen wir einmal hier hin und wechseln die Klamotten. Wir sind jetzt der Dottore oder auch Arzt und gehen einmal hier durch. Ja, die Schwester findet das komisch. Wo kommt der denn plötzlich her, der alte Sack? Ich habe keine Ahnung. So. Als nächstes müssen wir uns unsere Mordwaffe sicherstellen. Das wird natürlich kein Problem sein. Und zwar werde ich vielleicht mal was zum Sachverhalt dieser Mission erzählen. Wir müssen ja den Kultleader töten, das habe ich ja schon erwähnt. Der unterzieht sich momentan einer Operation oder wird sich einer Operation unterziehen und er wartet gerade auf den Doktor. Da springen wir ein und ja. Da er auf uns wartet und wir gerne bereit sind zu kommen, wird das sicher ein schönes Spektakel. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier irgendwie an den Wachen vorbeikomme, ohne dass es zu richtigen Close Encounters kommt. So, sehr schön. Wir rufen einfach mal den Aufzug. Der hat keine Lust auf Smalltalk. Nicht schlimm. Gehen einfach mal hier rein und fahren in den Basement. Okay. Basement. Ausstieg links. Wir speichern wir noch einmal ab. Und wir besorgen uns jetzt unsere Mordwaffe. Was uns tatsächlich einen schönen Ruf beschert. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt in dem Raum drin war oder... Nee, das war nicht mal der Raum. Das war ein anderer. Das war der hier. Ja, ja, alles cool. Bleib cool. Wer mich in den Raum hier? Und da liegt das gute Stück. Ja, nimm. Hallo? Haben wir schon eins? Wir haben schon eins. Oh mein Gott, wir haben schon ein 1.
Wo habe ich das denn her? Ich habe keine Ahnung, wo habe ich das Kapell her? Seltsam. Normalerweise. Hier ist ja auch völlig egal. Wir brechen jetzt erstmal hier das Türchen auf und gehen rein. Womit wir uns einfach mal in diesem Moment in diesem Schacht hier befinden. Und wie ihr seht, wir sind über den Operationszimmern. Es gibt 4 Stück davon. Und das Problem bei dieser Mission ist, man weiß einfach nicht, wo sich der Kult jeder befindet, weil es wird nicht angezeigt. Und ja, man muss halt einfach nur schauen, wo er sein könnte. So, das heißt, wir gucken einfach mal hier rein und wir sehen, hier sind Wachen drin, 2 Stück. Das heißt, der Kult jeder befindet sich in diesem Operationszimmer im nordöstlichen Flügel. Und wir müssen da jetzt natürlich hin. Was ja auch kein Problem sein sollte. Wir ja, springen runter, was soll's eigentlich? So, jetzt einmal sofort hier raus, bevor uns irgendwelche Wachen sehen, denn obwohl wir Doktor sind, sind wir natürlich nicht berechtigt, die Arbeit eines Hausmeisters zu übernehmen und da einfach so rumzugammeln. Aber naja, man ist ja heutzutage auch multitaskingfähig, von daher sollte man das auch packen können. So, hier hören wir auf zu rennen. Denn das ist eine sehr gefährliche Sache, muss ich sagen. Und wir versuchen jetzt erstmal. Oh Gott, das wird so furchtbar, das wird so furchtbar. Wir versuchen Close Encounters zu vermeiden. Moment mal. Das war doch nordöstlich, nicht wahr? Ja, das war nordöstlich. Das heißt, wir müssen hier hin. Ich bin schon wieder völlig in die falsche Richtung. Ich bin einfach nur verwirrt. Warum, was, wie und hier sind ziemlich viele Wachen, fällt mir auf. Das finde ich aber nicht so toll. So, wir speichern noch einmal das Spiel und ja, gehen jetzt in den OP rein. Wir sehen die 2 Wachen, den Kultleader, nehmen uns jetzt das Skalpell raus und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall Skalpellschwinger. First objective complete. Doktor, die Wachen wundern sich jetzt, was wir da zur Hölle machen. Wir haben ihn gerade umgelegt. Ja, stop it. Jetzt laufen wir einmal. Sind wir schon ganz unten? Einmal komplett runter und dann hier raus. Das Ganze muss sehr schnell gehen. Die Wachen sind uns jetzt auf den Fersen. Und wir laufen dann einfach hier rein. Durchs Fenster und verstecken uns hier. Jetzt gucken wir einmal nach draußen ins Island. Die laufen hier einfach ganz verwirrt rum. Die haben absolut keine Ahnung, was hier einfach so abgeht. Nein. War. Hä? Okay. Das war mal fail. Woher? Ich glaube, ich habe einfach nur zu lange gebraucht. Ja, das lag wahrscheinlich daran, dass ich zu lange gebraucht habe. Kein Problem. Wir nehmen uns wieder das Skalpell und töten ihn nochmal. Also ich habe ja Spaß dran, ihn mit einem Skalpell abzumurksen. Ganz ehrlich, das ist für mich einfach nur cool. Doctor, be careful. What on earth are you doing? That is wrong. You'll kill the patient. Doctor, stop it. So, jetzt rennen wir nochmal raus. Und verstecken uns hier. Ducken uns einmal hier und warten darauf, dass die Wachen rauskommen. Gucken mal aufs Island und ja, normalerweise müssen sie jetzt eigentlich hier rausgestürmt kommen. Ob das jetzt tatsächlich passiert, weiß ich nicht. First Floor, gucken mal. Warum wissen die, wo ich bin? Ganz ehrlich, das ist für mich gerade ein bisschen. Das ist für mich gerade ein bisschen unerklärlich, ehrlich gesagt. Warum, woher die wissen, wo ich bin? Wir versuchen es jetzt noch einmal, ja? Also.
woher die mal wieder Plan davon bekommen, was ich mache und wo ich bin und ich weiß es nicht. Irgendwie doof. Dann klettern nochmal hier rein und jetzt müsste es aber gehen. Ja, jetzt ist es glaube ich okay, oder? Island. Nein, die gehen nicht raus, die. Sind doch schon wieder auf dem Weg zu mir. Das ist so seltsam. Aber gut. Dann machen wir es halt einfach komplizierter, als es so schon ist. Also, normalerweise müssten die eigentlich uns nicht folgen können. Ich verstehe gar nicht, warum die plötzlich Ahnung davon haben, wo ich bin. Das finde ich gerade richtig seltsam. Ja, das Doofe ist natürlich, ich habe jetzt meine Klamotten nicht dabei. Ich muss da wirklich noch einmal zurück und mir die Klamotten besorgen. So. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, das schaffen wir. Ja, jetzt erstmal mal darauf warten, dass die Wache hier weg ist. Gut. Das war jetzt ein bisschen untypisch, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber was soll man machen? Also, ich bin auch nur ein normaler Mensch und kann da auch wirklich nichts zu. Ich krieg wieder Close Encounters ohne Ende. Das ist unglaublich. Na gut. Statistischweise ist es eigentlich völlig egal, wie viele Close Encounters ich bekomme, aber es ist nicht sehr schön fürs Rating, nehme ich an, oder? Weil Close Encounters ist eigentlich im Endeffekt total egal, weil es ist ja wirklich total Banane, weil mich bemerkt ja im Endeffekt keiner. Naja, ich werde mal sehen, was ich so kriege. Ich hoffe mal, es wird ein Silent Assassin Rating, aber ja, und da kommt schon wieder eins und das ist einfach unglaublich. Ich kriege ja einen Close Encounter nach dem anderen, das ist. Das trägt mich mal wieder auf. Muss ich jetzt aber mal vorsichtig sein. Die Schwester hier hat schon mich auf den Kieker. Das Dumme ist jetzt nur wirklich, dass der ganze Basement Bescheid weiß, hier läuft ein Dom-Doktor Amok. Aber im Endeffekt ist mir das ja auch völlig wurscht. So, jetzt einmal hier rein. Türchen zu. Change mal wieder die Klamotten. Und speichern einmal ab. So, sehr schön. Die Schwester ist da immer noch. Hallo. Wäre es jetzt überhaupt korrekt, wenn ich hier lang gehe? Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da ist eine Wache, die ist uns jetzt aber völlig egal. Ach ja, wir sind jetzt um uns auf dem Dach. Sieht ja auch sehr schön aus. Und ja. Hallo, Wache. Jetzt laufen wir komplett einmal nach unten. Kennen wir ja schon. Was? Das war wegen der Schwester, nicht wahr? Ja, das war wegen der Schwester. Na gut. Joa, okay, es läuft nicht gerade wirklich
optimal, aber was soll man denn da machen? Also, mein Gott. Solche Zwischenfälle muss man halt einkalkulieren. Das passiert schon mal. Also, es ist ein Spiel der Geschicklichkeit und ja, was soll man machen? Und ja, es ist ein Spiel der Geschicklichkeit und Strategie, wollte ich eigentlich mal sagen. Das muss man ja mal einbedenken. Also, das ist ja auch eine Aufnahme, mein Gott. Also, da kann ja alles Mögliche passieren. Stellt euch vor, ich würde hier mein Bier verschütten. Was dann? Über die Tastatur. Das war ein tragischer Zwischenfall, aber im Endeffekt. Du dumme Kuh. Du bist so eine dumme Kuh. Weißt du das? Verpiss dich. Mann. So. Da geht's zum Keller und da geht's raus. Wo ist die Wache? Meilenweit weg. Wunderbar. Todis. Und kein Speicher mehr. Also ich habe wirklich alles aufgebraucht, was ich so im Repertoire hatte. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Obwohl, letzte Mission, naja. Da hätte man es sparen können. Aber bei dieser Mission muss ich sagen, die ist wirklich schwer. Also da ist der Schwierigkeitsgrad schon richtig high, high. High Voltage. Wie auch immer. Da liegt unser Anzug. Den können wir uns jetzt leider nicht mitnehmen. Könnten wir, aber auf den Stress habe ich jetzt keinen Bock, mich an den Wachen da noch vorbeizuschleichen. Nee, danke. Das wäre nicht so schön. Da drüben sehen wir noch eine schöne Stadt. You were poked. Und ich wurde angestupst im Teamspeak. Das ist auch sehr schön. Da ist noch eine Wache. Ist mir jetzt aber egal. User left your channel. Ja, danke. Das war Teamspeak. Sehr schön. So, wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Und wow! Kollege. Das war ja unglaublich. Und ja, für das Erreichen des Silent Assassin Rating kriegen wir die abgesägte Schrotflinte. Wir haben es also tatsächlich geschafft, das Silent Assassin Rating zu meistern. Und ich guck mal, Close Encounters tatsächlich 0. Also ich glaube, das Spiel hat ein bisschen rumgebackt. Das ist eigentlich nicht der Fall gewesen. Ich habe viele gehabt. Und wir haben auch anscheinend niemanden getötet. Also, ja, einen haben wir wohl getötet, und zwar den Kultleader. Ja, die Gestalt, die wir gerade gesehen habt, sehen wir auf jeden Fall nochmal wieder, um jetzt nicht so viel zu spoilern. Vielleicht kennt ja hier der ein oder andere das Spiel nicht, aber naja. Die Mission war sehr schwer, trotzdem bin ich stolz darauf, ein Silent Assassin Rating gekriegt zu haben, und wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bis dann, Leute, haut rein.